Herzlich willkommen zu meinem ersten Pokémon Sonne und Mond Wildverkampf auf meinem Kanal. Mein erster Gegner in dieser neuen Generation ist der Olli. Olli hatte mich auf Facebook angeschrieben und mich gebeten, ihn so ein bisschen ins Pokémon Competitive Play einzuführen. Daraus hat sich dann auch dieser Kampf ergeben und ich fand, er hat sich ziemlich gut in diesem Match geschlagen. Ich hatte stellenweise in dem Kampf wirklich Angst, diesen Kampf zu verlieren. Und gehen wir doch mal jetzt etwas auf das Team ein von Olli. Olli bringt mit einen Brokkolos, einen Knackrack, einen Donarion, ein Starmie, einen Cherox und einen Kaporiki. Ich bringe mit meinen Fruyal, mein Capofalla, mein Anego, mein Slymog aus Alola, mein Tektas und mein Relaxo. Bei Brokkolos habe ich mir schon gedacht, dass es ein Tarnsteinleger ist und auch mit dem neuen Fähigkeit von Brokkolos Sandsturm, dass er damit leaden würde, weshalb ich dann auch mit meinem Frühjahr geleadet habe. Wie sich dieser Kampf entwickelt hat, sehen wir doch mal jetzt rein. Und los geht's. So, der Kampf beginnt. Wie gesagt, ich werde jetzt mit meinem Frühjahr leaden. Pokémon Trainer Olli fordert dich heraus. Wird alles okay. Ich fange an mit Fruyal, um mal die Tarnsteine zu verhindern, beziehungsweise direkt wieder wegspinnen zu können. Und er leadet mit seinem Brokkolos. Wie ich es schon vermutet habe, hat es ein Brokkolos den Sandsturm. Und ich gehe ziemlich erstmal ohne Predictions auf den Tropenkick, aber mein Gegner macht das ziemlich gut und wechselt jetzt in sein Cherox, was es ziemlich gut abfangen kann. Wie man sieht, macht der Tropenkick von meinem harten. Es ist, glaube ich, ja ein hartes Fruyal. Aber ich fange das mit der doppelten Resistenz ziemlich gut ab. Ich bekomme etwas Sandschaden und bin jetzt gezwungen, meinen Capofalla zu wechseln. Man hat eben noch den Debuff auf den Angriff von Cherox gesehen. Ich mache den Psychoerzeuger, weil ich halt mit Patronenhieb berechnet habe. Er macht es aber wieder ziemlich gut, geht in die Mega-Entwicklung. Und wird gleich mit der Kehrtwende rausgehen, um den Debuff auf den Angriff wieder negieren zu können. Hier sehen wir es, die Kehrtwende macht ordentlich Schaden auf meinen Capofalla, da es halt keine Verteidigung hat. Und er wechselt in sein Caporiki. Caporiki macht daraufhin mal direkt den Elektroerzeuger, um mein Psychofeld aufzuheben. Und ich bin daraufhin gezwungen, in meinen Alola Slymog zu wechseln. Aber erstmal bekommen wir bald noch wieder den Sandsturmschaden. So, ich gehe raus und mein Alola Slymog mit der Offensivweste kommt rein. Weil ich halt schon mit der Elektroattacke gerechnet habe und wir sehen, der Donnerblitz macht mit dem Leben Orb zwar ordentlich Schaden, aber es ist nur ein Free-Hit. Ich kann es jetzt also problemlos mit dem möglichen Gift-Hieb rauswechseln, habe aber prädiktet, dass er jetzt wieder nach Cherox oder irgendwas anderes gehen würde. Und habe daraufhin den Abschlag geklickt, weil ich auch ein bisschen auf Knackrack gehofft habe, aber es war leider nur das Cherox wieder, das auch wieder direkt einen Debuff abbekommen wird. Diesmal aber auf die physische Verteidigung, dieses Mal nicht auf den physischen Angriff. War ziemlich traurig für das Cherox. Das Cherox wird in diesem Match wirklich gehasst. Es bringt jetzt den Patronenhieb raus, macht mir ordentlich Schaden. Ich mache wieder den Knirschau, etwas Schaden drauf zu machen. Und entscheide mich jetzt auch, meinen Alola Slymog zu opfern, da es jetzt eigentlich gar nichts mehr machen kann. Er nimmt es also jetzt ziemlich sicher mit dem Patronenhieb raus. Und ich kann jetzt, glaube ich, problemlos in das Capofalla wechseln. Das Elektrofeld ist auch direkt wieder vorbei und ich gehe tatsächlich in mein Capofalla. Bin aber dieses Mal nicht auf die Kraftreserve voll gegangen, weil ich mir schon dachte, eine Psychokinese hält es eh nicht mehr auf dieser Range auf, also gehe ich ziemlich sicher auf die Psychokinese und er entscheidet sich jetzt auch dafür, seinen Cherox zu opfern. Damit geht der Cherox auch in die Knie. So, er geht daraufhin wieder in sein Brokkolos und ich bin wieder gezwungen rauszuwechseln, da selbst im Psychofeld die Psychokinese von Capofalla nicht reicht, um das Brokkolos sicher rausnehmen zu können. Der Sandsturm kommt auch wieder und ich gehe daraufhin in mein Fruyal wieder und er bringt auch dieses Mal tatsächlich die Tarnsteine raus und er ist jetzt wieder gezwungen rauszuwechseln, weil der Tropenkick kommen könnte. Ich ahne das aber und werde gleich auf den Turbodreher gehen, um die Tarnsteine direkt wieder zu entfernen, sodass er einen Zug verloren hat quasi. Er wechselt daraufhin seinen Donarion, was okay für mich ist, da es jetzt nicht besonders schnell ist, aber ich glaube, ich werde da auch wieder rausgehen.
gegangen sein. Und wahrscheinlich in meinem Relaxo. So, wieder Sandsturmschaden. Soweit alles okay. Und ich bin da ziemlich sicher in meinem Relaxo gegangen. Und es kommt mein gutes altes Relaxo. Anekdote, ich habe Olli nach dem Kampf gefragt und sein Dings Donarion war mit Wahlglas. Und seht euch das an, das ist der Wahlglasschaden eines Steps, Käfergebrums von einem Donarion auf einem sachten Relaxo, das ist gar nichts. Ich konnte dadurch auch ziemlich sicher jetzt auf den Fluch gehen, um mich etwas zu boosten. Sodass es jetzt möglich ist. Nein, ich bin tatsächlich auf den Bodyslam gegangen, weil ich mit einem so wahrscheinlich gerechnet habe. Aber wir sehen beim Gegner den Beulenhelm. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, auf den Fluch zu gehen. Anstatt auf den Bodyslam. Und man sieht jetzt den Z-Fluch, um meinen Angriff auf plus 2 zu erhöhen und die physische Verteidigung um plus 1. Das Brokkolo sollte eigentlich nicht in der Lage sein, dieses geboostete Relaxo, diese Situation irgendwie rausnehmen zu können, sodass ich dann in der nächsten Runde ziemlich sicher auf die Erholung gehen können sollte. Er macht Erdbeben, und es macht von 106 KP, die ich habe, 42. Der Sandsturm legt sich auch. Toxin, aber man sieht, Immunität wirkt wie ein guter Zug von mir. Ich gehe jetzt, wie gesagt, auf die Erholung, um mich wieder fit zu machen. Habe leider nicht die Schlafrede auf diesem Set, aber gut. Das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Er wird trotzdem noch dazu kommen, sich wahrscheinlich gut zu boosten, denke ich. Er wechselt wieder in Donarion, weil er vielleicht auch doch noch in Crits landen oder so, obwohl ich diesen Switch wirklich nicht verstanden habe. Da der Käfergrumm eben wirklich nichts an Schaden gemacht hat, obwohl es ein Wadlass war. Jetzt kommt der Donnerblitz und auch das macht ein bisschen Schaden, aber das kitzelt das Relaxo nur. Wieder der Donnerblitz, aber mein Relaxo tankt das wie eine 1. Es ist aufgewacht, ich mache den Bodyslam mit plus 2 und wir sehen, es nimmt es fast raus. Nur ein 40 an KP übrig. Es kommt wieder der Donnerblitz und ich kann wieder auf die Erholung gehen, um den Schaden wieder ein bisschen hochzuhalten. So dass die ganzen letzten Elektro-Attacken für die Katz waren im Prinzip. Und mein Relaxo noch ein paar Züge überlebt. Er sieht jetzt ein, dass es gar nichts erbringt, wechselt wieder raus, geht in seinen Kaporiki, was ich auch nicht so ganz verstehe. Da auch von Kaporikis Seite her die Attacken nicht so viel Schaden auf meinem Relaxo machen sollten. Ich persönlich wäre wahrscheinlich eher auf Knackrack gegangen. Wir sehen, Kaporiki macht mit einem Leben auf Donnerblitz auch nicht viel Schaden. Etwas mehr zwar, aber es ist trotzdem nichts an Schaden, was mein Relaxo nicht tanken könnte. Das Einzige, was problematisch werden könnte, wären halt die ganzen Sleep-Turns, dass dann ein bisschen zu viel mit der Zeit wird. Und ich bin aufgewacht, habe mich hier für den Bodyslam entschieden. Anstelle also meinen Relaxo rauszunehmen, habe ich mich dafür entschieden, das Kaporiki rauszunehmen. Damit es dann wenigstens eine Gefahr weniger für mein Team ist. Da jetzt eigentlich alle gefährlichen Gegner für mich, die das Relaxo hätte kontern können, raus sind, entscheide ich mich hier jetzt, mein Relaxo zu opfern, weil ich es einfach nicht mehr brauchen kann. Es kann doch ein Quid, der nicht meddert, vermute ich mal. Und ich gehe jetzt wieder in mein Fruyal, um das Knackrack etwas zu knuddeln. Er wechselt aber direkt wieder raus in sein Donarion und opfert es auch gleich, weil ihm sein Knackrack zu wichtig ist. Ich bin in dieser Situation davon ausgegangen, dass sein Knackrack den Wahlschal haben würde, was mir ziemlich Angst gemacht hat, da es dann garantiert mein Kapufala überholen würde. Was bedeutet, dass ich in dieser Situation, egal was passiert, dieses Match wahrscheinlich verlieren würde. Also Knackrack setzt jetzt den Gift-Hieb ein, habe ich mir schon gedacht. Ich opfere daher mein Fruyal, um einen sicheren Switch-In zu haben. Und ich gehe mein Tektas, um mit einer Prioritätsattacke ordentlich Schaden auf das Knackrack zu machen, um es dann nachher eventuell irgendwie rausnehmen zu können. Er geht aber in seinen Starmie,
Ich gehe aber auf den Überrumpler und kann dann das Dummy direkt rausnehmen, sodass das Dummy eigentlich gar nichts gemacht hat, außer zu sterben. Was ich ziemlich toll fand. Mein Gedanke in dieser Situation war, nice. Und sein Knacker kommt auch direkt wieder raus. Ich mache den Tiefschlag, der mit dem Lebenmob netten Schaden macht, aber nicht wirklich bemerkenswert. Aura-Schaden, Lebenmob-Schaden. Mein Tektas wird jetzt garantiert rausgenommen, da auch die Steinkante kommt und sie trifft. Und damit ist auch Tektas bei mir raus. Hat aber einen wirklich guten ein paar wirklich gute Sachen gemacht, hat das Starmie rausgenommen, was auch gefährlich hätte werden können. Von daher hast du einen guten Job gemacht, Tektas. Ich schaffe es jetzt wieder irgendwie, seinen Knackrack rauszuekeln mit meinem Anego und schaffe es, glaube ich, jetzt die Tarnsteine rauszubringen, auch wenn sie etwas spät dran sind und alles, was von dem ordentlich Schaden bekommen hätte, eigentlich schon raus ist, aber gut. Nein, ich bin tatsächlich auf die Schlammwoge gegangen, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich es vielleicht vergiften könnte. Aber gut, ich gehe jetzt auf die Juwelenkraft nochmal, um bei Brokkolos mehr Schaden zu machen. Brokkolos geht daraufhin aufs Erdbeben und haut es mich auf den Fokus-Sash runter. Ja, haut es. Ich kann also gleich nochmal eine Juwelenkraft einsetzen, um das Brokkolos rauszunehmen und dafür den bisschen Boost auf den Spezialangriff zu kriegen. Mein Gegner geht jetzt leider auf das Toxin, weil er nicht wusste, dass mein Anego ein Gift-Pokémon war. Und ich schaffe es jetzt mit dem dritten, mit der dritten Juwelenkraft des Brokkolos rauszunehmen. Was ein kleiner Fehler war, aber es hat eigentlich in dieser Situation alles nicht gemeldet, wenn sein Knackrack Gewaltschalt ist. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Aber ich setze jetzt die Juwelenkraft wieder ein, will es eigentlich abfahren und was sehe ich? Das Knackrack ist langsamer. Das heißt, es ist nicht Gewaltschalt. Das heißt, mein Kapufala wird schneller sein. Mein Anego geht jetzt natürlich mit dem 1 KP und den Erdbeben problemlos down. Alles kein Problem, da jetzt auch der Sandsturm aufhört und ich mit meinem Kapufala reingehen kann und das mit einer Mundgewalt das Knackrack besiegen kann. Dieses war der einzige Fehler, der wirklich bei meinem Gegner gemeldet hat. Hätte er den Waldschall auf seinem Knackrack gehabt, hätte ich dieses Match verloren. Ich habe meinen Gegner auch nach diesem Match wirklich gelobt, da das wirklich ein spannender Kampf war und ich wirklich lange Zeit dachte, dass ich dieses Spiel verlieren würde. Also Olli, mach weiter, du hast einen guten Job gemacht. Ich bin jede Zeit für einen Wildfire-Kampf bereit und mach auf jeden Fall weiter. Du hast wirklich Potenzial, Junge. Also, wenn ihr Zuschauer jetzt gegen mich spielen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, irgendwo in der Box unten, welche auch meinen Twitter-Account verlinkt haben. Da könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr gegen mich spielen wollt. Ansonsten, wenn euch der Kampf gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch. Vielleicht schaffe ich es sogar dann in diesem Jahr, dass meine Abonnentenzahl zweistellig wird. 10 in 12 Monaten könnte es sogar funktionieren. Ich würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen und seid auch wieder das nächste Mal mit dabei und tschüss.